Wie geht es weiter mit Griechenland? Diese Frage wird uns in dieser Woche sicher bei der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin beschäftigen, wenngleich es noch immer Zeit genug ist. Bis zum 30.06. haben die Griechen Zeit, die Dinge vorzulegen, die weiterhelfen können, dass sie das zweite Hilfspaket ausbezahlt bekommen. Ich bin da ganz ruhig und gelassen. Die vielen Gespräche, Überlegungen, Spekulationen führen uns gar nicht weiter. Wir wissen es sehr bald und es bleibt für unsere Fraktion dabei, die Troika oder wie es andere nennen, die Institutionen müssen einen gemeinsamen Vorschlag machen, sonst können wir in der Fraktion keine Entscheidung treffen. Und darin ist natürlich auch beinhaltet, dass der Internationale Währungsfonds dabei bleiben muss. Und da warten wir nun ab. Es wird ja Gespräche der Finanzminister geben, danach in dem Euro-Gipfel. Und ich habe den Eindruck, dass die Griechen, je näher der Tag der Entscheidung kommt, sich schon auch überlegen, dass sie die Regierung eine große Verantwortung auch für die Griechinnen und Griechen selber hat, denn die griechischen Rentner wollen ihre Rente in Euro und nicht in Drachme bezahlt haben. Das zweite große Thema in dieser Woche aus meiner Sicht wird dann natürlich auch das Thema Religionsfreiheit sein. Wir haben dazu einen Antrag und das ist ein Thema, das uns auch in den religiösen Dialog führt. Nur so werden wir mit IS auch den Kampf erfolgreich führen können. Wir können nicht allein mit Waffengewalt dies erreichen, sondern wir müssen uns auch über die Grundlagen von Religion unterhalten. Und dann bleibt als weiteres Thema, das wir in unserer Fraktion heute besprechen, das berühmte Fracking, also die Erdgasförderung, die konventionelle und die unkonventionelle aus dem Boden heraus. Da gibt es erhebliche Diskussionen, ob die Voraussetzungen, die wir im Gesetzentwurf haben, reichen oder nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die dies grundsätzlich ablehnen. Darüber werden wir heute in der Fraktion sprechen. Eine Entscheidung wird in der nächsten Woche fallen. Grundsätzlich möchten wir schon, dass diese Möglichkeit zu fördern auch erhalten bleibt, dass wir dafür Probebohrungen machen. Aber die Bedingungen müssen noch einmal ganz genau angeschaut werden. Und deswegen eine Diskussion heute in der Fraktion, aber noch keine Entscheidung darüber.